Das ist schon erdpfundige Musik. Chinchpick? Kann man nichts sagen. Ja, 30er Jahre. Dass ausgerechnet du in deiner Jugend keine Jeans hast, erzählen dürfen. Hä? Mein Vater, der ist halt eine andere Generation. Das Geschäft hat er 1931 gegründet. Und da war Jeans, Arbeitskleidung und nicht schick genug. Der hat selber auch keine einzige Jeans getragen. Und ich sollte auch keine tragen. Aber ich hab's halt dann trotzdem dann irgendwann durchgesetzt. Ich habe dann auch mit Jeans geheiratet, 1994. Ja, ehrlich jetzt? Ja. Deine Frau auch? Ja. Ja. Das ist konsequent. Ich zieh nichts anderes an. Ich habe keinen Anzug oder sowas. Und jetzt einmal unter uns. Was ist denn deine teuerste Hosen, die du hast? Da gibt's ja richtige Schmankerl. Hast du eigentlich einen Schmankerl? Verkaufe ich die nicht, aber ich zeig's dir mal. Oh, yeah. Da gibt's die in USA hergestellte 501. Das ist die von 1954 und die kostet 500. Die da? Mhm, sogar noch günstig. Weil komplett in Amerika hergestellt? Komplett, ja. Und die gibt's ja auch nicht mehr. Ne? Das machen die ja nicht mehr. Darf ich die mal anlangen? Ja, bitte, bitte. Wird sehr ungern verkauft. Ja, also wenn dich das interessiert, dann müsstest du mal in das Levi's Museum nach Buttenheim fahren, in Franken. Buttenheim? Moment mal, das ist ja gar nicht so blöd, weil ich muss nämlich sowieso dann auf. Weißt du, was wir machen? Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Mhm. Hab Überraschung für dich. Okay. Alex, kommst dich freuen. Okay, ciao. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Heut in der Freizeit. 150 Jahre Blue Jeans. Und wer hat's erfunden? Ein Franke. Blaumann. In der Oberpfalz wird wieder eine bayerische Jeans genäht. Und die Pflanzenfarbe Indigo. Erleben Sie Ihr blaues Wunder. Jeans. Ja, das ist doch ein Thema, oder? Hat doch auch jeder eine. Also, Sie doch bestimmt auch. Man muss sich vorstellen, es werden weltweit pro Jahr 1,8 Milliarden Jeans produziert. Das sind 60 Jeans in der Sekunde. Aber die Frage ist schon, was ist das für Qualität? Also wenn ich jetzt miete, die Jeans ist ja quasi die Hose meines Lebens. Die bekleidet mich ja, seitdem ich denken kann. Mir ist die Qualität der Hosen sehr wichtig. Weil es hilft ja nichts, wenn ich jetzt eine neue kaufen muss, weil es aufgetragen ist oder kaputt. Meine Hosen, die habe ich 8, 10 Jahre, ewig. Und so muss ein Jeans sein, finde ich. Von der Qualität, so. Aber nicht nur für mich, sondern auch für die, die es herstellen, produzieren. Weil die müssen auch ein gutes Leben mit der Jeans haben. Darum geht's. Und deswegen bin ich heute da. Das ist quasi, also wenn wir da drin sind, das Tor zum Paradies. Vom Jeansladen vom Alex in München bin ich also direkt in die Oberpfalz gefahren, nach Nittenau. Und hier haben sich 2013 zwei Textilingenieure einen privaten Traum erfüllt. Die Blaumann-Jeans. Der Guido Wetzels und Christian Hampel wollen beweisen, Made in Germany ist möglich. Okay, da wird auch sie da dann eine richtige Jeans sein, aber es scheint auch ein bisschen Ahnung zu haben. Das ist schon mal gut. Schön gekrempelt. Sehr gut. Eingetragen. Sieht gut aus. Da bin ich beruhigt. Schöne Jeans beim Guido, hä? Guido, grüß dich. Und beim Christian? Auch gute Hose. Wir geben uns Mühe, ne? Ja, absolut. Darf ich mal hin, oder? Ja, klar, logisch. 15 Unzen. 15 Unzen, ja. Salvage aus Japan. Darum geht's, gell? Darum geht's, ganz genau. Deshalb haben wir gesagt, wir machen eine Hose, so wie die eben früher war. Verdeckte Gesäßtaschennieten, Salvage-Kante, Kappnähte. Der Stoff muss ein bisschen was aushalten können. Ja. Sollte halt bei uns 100% Baumwolle sein, weil das hält länger. Aus Kostengründen wird meistens Polyester-Baumwolle als Gemisch genommen. Also wir haben alles eingebaut, was uns wichtig war, was eine qualitativ hochwertige Jeans damals ausgemacht hat. Wir kommen eben aus der Industrie und wir haben noch bei einer Firma gearbeitet, die in Deutschland Tausende von Teilen jeden Tag genäht hat. Das ist alles weg.
für Marken sind wir unterwegs gewesen. Immer Bangladesch, Pakistan, ja. Nordafrika. Und da war die Idee eben, eigentlich müsste man auch wieder in Deutschland eine Jeans nähen können. Und da sind wir uns gar nicht mal sicher gewesen, ob das geht. Und dadurch ist es entstanden. Und wir saßen beieinander und haben ein Bier getrunken und vielleicht eins zu viel. Und wir haben gesagt, komm, das muss doch möglich sein, wieder in Deutschland eine Hose zu machen. Und zwar so schön, dass wir sie selber anziehen können, ohne Kompromisse. Und wir haben uns gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, wir machen 100 Hosen und die muss die Verwandtschaft kaufen. Also wir haben nicht weitergedacht. Vor 10 Jahren haben wir sozusagen uns unseren Traum erfüllt. Die erste Hose war nicht zeigbar, aber jetzt ist es ein Produkt, das man zeigen kann. Und da sind wir stark stolz drauf. Was ist das? Ja, ich, ganz ehrlich, wenn ich das anschaue, ich bin total neidisch, ehrlich gesagt. Weil das hätte ich auch gern gemacht. Hättest du Lust? Was? Eine zu machen. Eine Jeans. Na? Lust? Ja. Sehr. Ich mache eine Jeans. Ach so. Und 3. Jetzt werden deine Träume wahr, sozusagen. Jetzt kannst du deinen Stoff aussuchen. Also sind alles japanische Stoffe. Was hat es eigentlich mit diesem Japan auf sich? Die Amerikaner haben ihren Maschinenpark nach dem Zweiten Weltkrieg erneuert. Industrieller gemacht, produktiver. Und Aha. sie haben die klassischen alten Schiffchenwebstühle an die Japaner verkauft. Und die waren so schlau und haben zugeschlagen. Deswegen sind die Japaner jetzt so führend, was die Stoffe angeht. Die haben halt diese ganze Denim-Industrie perfektioniert. Das sind Nerds, das sind Verrückte, die sind besessen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir haben das ja gesehen, das ist unglaublich, wie die solche Sachen produzieren. Weil sie gut produzieren und weil sie es verstehen, weil sie sich Mühe geben, weil sie sich sozusagen um das alte Handwerk kümmern. Und aus genau dieser Fabrik in Japan kommt der Stoff der Blaumänner. Die royale Königsklasse sind die Selvedge Denims. Und das geht halt nur auf diesen alten, klassischen Webstühlen. Selvedge? Woher kommt Selvedge? Da wird die Kante beschrieben. Die Industrie-Denims, die sind breit und werden immer abgeschnitten. Und bei diesem Stoff ist es so, dass es also schmal ist und mit einem Faden immer gewoben wird. Deswegen haben die diese Selvedge-Webkante. Also ein Faden, der nicht endet und seine eigene Kante macht. Self-Edge. Das ist ja die Kanten, die man immer zeigt. Quasi die da. Genau, das ist so deine Signatur. Deswegen kaufst du das, weil genau. du einfach auch zeigen möchtest, dass das ein ganz besonderer Stoff ist. Also vom Stoff her sind wir mir schon mal ganz weit vorne jetzt. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Du hast da jetzt einen, der bläulich ist, ja. der wiegt 13 Unzen. 13 Unzen. Im Amerikanischen wird es in Unzen ausgedrückt. Je höher die Zahl, desto schwerer der Stoff. Kommerziell sind 12 bis 15, 16 Unzen. Wie weit genau. geht's denn auf? Bis 30 geht's denn auf. 30? Ja, das muss man dann mögen, natürlich. 30, ja, das ist dann quasi eine Ritterrüstung. Hosen aus Holz. Ja, ja, oder Hosen aus Holz, genau. Das ist der blaue. Ja. Ne? Und der hat ein ähnliches Gewicht, ist aber grünlich. Auch schön. Last but not least habe ich den da rausgesucht. Der ist noch einmal ein bisschen dunkler und wiegt 15 Unzen. Das ist unser Rolls-Royce sozusagen, der ist mit Bio-Baumwolle gemacht. Ich bin bei dem Bio. Alles klar. Wunderbar. Also, dann nehmen wir den. Den muss leider ich tragen, weil das hilft dir nichts. Das ist ja mein Stoff. Gell? So, also nachher. Also gut. Da hin. Ja, da, bitte. Servus. Ja, servus. So, Max. Paulina, hi, freut mich. Die Paulina macht den Zuschnitt. Hier fängt sozusagen die Jeansproduktion an. Normalerweise in der Industrie dauert es 10 bis 15 Minuten, bis eine ganze Hose gemacht ist. Bei uns hier dauert es 1,5 Stunden circa. Wir haben also 5 Modelle. Von? Extra schmal bis Jubiläumshose, die ist gerade. Also ich würde ja gerne ein bisschen so... Ja, ganz schmal geht nicht, Max, aber schmal können wir riskieren. Danke, nehme ich mal. Paulina? Ja, alles klar. Genau. Dann übernehme ich mal. Ich brauche jetzt erstmal deine Bundweite. Genau, 96. 96. Zentimeter, genau. Ja. Das müsste dann Größe 33 sein. Übrigens ein sehr schöner Stoff, gell? Nur, dass du ja, hast du dann schön ausgesucht. Ja, schon, gell? Wie viel Meter brauche ich für Ohrhosen? 2,80 Meter ungefähr. Und wie viele Teile haben wir dann? Wir haben 14 Teile. 14 Teile? Genau. Das heißt, und? Das müssen wir alles ausschneiden? Ja, du schneidest das aus.
Ich? Du wirst ja deine Jeans haben. Alles klar, ich freue mich wahnsinnig. Ja, ich bin gespannt, was wird. Dann haben wir hier zweimal die Hinterhosen. Und das Gleiche machen wir dann mit der Vorderhose. Dann haben wir einmal den Bund. Jawohl. Kannst du dir vorstellen, für was das ist? Gürtel? Genau, Gürtelschlaufe. Die Paulina ist die Tochter vom Fabrikchef, dem Herrn Löscher. Und die hilft ab und zu aus. Passt. Gut, aber wer hat die Jeans eigentlich erfunden? Hm? Den kennen sie, oder? Nicht. Aber wahrscheinlich haben sie schon einmal eine Jeans von ihm in der Hand gehabt. Levi Strauss. Und was der da zwischen seine Finger hält, das, wissen Sie was, kriegen wir mal schnell mit. In sein Geburtshaus. Und das steht in Buttenheim in Oberfranken. Mittlerweile haben sie da ein Museum reingebaut. Und Dr. Tanja Roppelt ist die Leiterin. War das eigentlich ein Bayer? Ja, das war ein Bayer, streng genommen sogar ein Franke. Und das wussten wir lange Zeit nicht. Levi Strauss ist komplett in Vergessenheit geraten, weil er als Löb Strauss auf die Welt gekommen ist. Und erst 1983 haben wir erfahren, was Buttenheim überhaupt für einen berühmten Sohn hat. Er ist in eine sehr arme Familie geboren worden. Die hat, wenn man sich hier umschaut, nur die zwei Zimmer bewohnt. Wie viel waren es? Es waren insgesamt 9 Personen, die Eltern und 7 Kinder. Darum die klebt. Ja. Und ja, der Vater war, wie viele fränkische Landjuden, Hausierer. Der ist mit sogenannten Kurzwaren, also Nadel, Faden, Stoffe, Bänder, von Haus zu Haus gezogen und wahrscheinlich seine eigene Familie damit mehr schlecht als recht über Wasser gehalten. Der Vater ist dann aufgrund des beschwerlichen Lebens an Tuberkulose gestorben. Und dann? Und dann hat die Mutter beschlossen, ihre 3 verbliebenen Kinder zu schnappen und nach Amerika auszuwandern, wo man sich eine bessere Zukunft erhofft hat. Weil Levi wollte in Buttenheim kein Hausierer sein. Die Gesetzeslage für Juden war sehr schwierig. Sie durften kein Land erwerben, sie durften keinen Handwerksberuf ergreifen. Und in Amerika konnte man werden, was man wollte. In Bremen ist man dann auf das Auswandererschiff, wo die meisten im Zwischendeck gereist sind. Nur die reichsten Passagiere konnten sich eine Kabine leisten. Und da gab es halt kein fließend Wasser. Man durfte nur an Deck, wenn das Wetter schön war. Es gab keine medizinische Versorgung. Die Reise hat im besten Fall 4 Wochen, im schlimmsten Fall 13 Wochen gedauert. Wenn man dann in der Flaute geraten ist, hat auch noch das Essen und das Wasser nicht gereicht. Also es war kein Spaß, bis man dann endlich in New York angekommen ist. In New York war die Jeans noch überhaupt kein Thema. Er hat sich erst mal in den Handel eingearbeitet. So, sind wir wieder in Nittenau, da geht's jetzt weiter mit dem Nähen. Und zack, Hinterhose und Sattel. Mit dem fängt's an. Christine, servus. Hallo, Max. Das hat geheißen, jetzt soll ich zu dir kommen. Da machen wir jetzt den Sattel ran. Den Sattel? Ja, mit der Kappennaht. Das ist eine ganz haltbare Naht. Ah, sauber. Und genau. Das kann die Maschine? Ja. Und du auch? Und ich, ja. Seit wann? Ich bin jetzt seit 5 Jahren fast da. Und da habe ich das dann erst lernen müssen. Wie lange lernt man für eine Kappennaht? Ja, ich habe da so 1,5 Jahre gebraucht, bis ich das so kann, weil ich es jetzt mache. Also, ehrlich jetzt? Ja. 1,5 Jahre? Ja. Bist ja du eine Spezialistin quasi. Ja. Das ist jetzt die erste Kappennaht von deiner Hosen. Das ist meine erste Kappennaht. Genau. Die hebt aber, Sabrina. Die hält bestimmt. Und wie läuft's? Da geht es ja, ja. Bitte schön, also entschuldige mal. Hervorragend. Schon ein Herzstück von eurer Hosen, ja, oder? Ganz genau. Also im Sattel wie auch in der Schrittnaht wird bei uns gekappt. Sattel ist Standard bei einer Jeans, Schrittnaht eher selten. Warum heißt eigentlich Jeans? Jeans. Das hat historische Gründe. Die Jeans ist damals im Handelszentrum Genua in Italien von den Matrosen und Fischern getragen worden. Und da wurde eben in Französisch als Weltsprache Arbeitskleidung gehandelt. Und das nannte sich Bleu de Gen, die blaue aus Genua. Und Gen ist die Verballhornung zu Jeans nachher geworden im Englischen. Bleu de Gen, Blue Jeans. Genau. Und die zweite
Historische Komponente bei der Jeans ist der Stoff. Gewebt wurde eben dieser blaue Stoff in der Stadt Nîmes in Frankreich. Französisch Denim. Und dadurch ist eben im Englischen dann die Verkürzung Denim entstanden. Eine Blue Jeans wird immer aus Denim hergestellt. Hast du das gewusst? Nein, noch nicht. Ja, nicht. Haben wir wieder was gelernt. Haben wir schon wieder was gelernt. Ich glaube, ich kann euch alleine lassen, oder? Aber selbstverständlich. Ja. Super. Ich bin im besten Händen. Ja, alles klar. Jetzt muss der Stoff nur geklopft werden, damit er dann durch die Maschine läuft. Und zack, zack, kommen wir schon wieder zwei Sachen weg für meine Hosen. Fertig. Fertig. Meine Taschen. Deine Taschen, das ist doch ein schön sowas. Und Kerstin, wie lange machst du das schon? Da erinnert mich jetzt seit 10 Jahren. Hab das gelernt, war aber dann nicht mehr im Beruf tätig, war in Elternzeit. Und dann habe ich da wieder. Und dann wieder zurückgekommen. Damals waren ja ganz viele Näherinnen zu. Hat es ja nicht mehr gegeben. Ja, stimmt. Und dann ist es wieder gekommen. Dann war ich sofort da. Weil das ist ein Hobby. Als Beruf ist ein Hobby geworden. Es geht schon schnell, muss ich sagen. Ja, das geht schön. Das Hinterteil. Jawohl. Der Hinterhosen. Alles dann drin im Grunde. Ja. Ui. Und halbe Hosen ist schon quasi fertig. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Das sieht aus wie eine Hose, ne? Also wie eine halbe Hose. Ja. Aber was echt fundig ist, kurze Wege, man geht von da nach da, da wird das genäht, da wird das, wie eine Familie. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Wir wollten nicht eine Hose für 20 Euro machen, weil das funktioniert nicht, wenn man es ordentlich produzieren möchte. Also in Deutschland nicht, aber auch in anderen Ländern ist 20 Euro schwierig, wenn es eben nachhaltig sein soll und transparent. Und auch mit Arbeitsbedingungen und so weiter, oder? Ja, das da geht es um Umwelt, da geht es um soziale Standards, da geht es um Qualität. Und je günstiger so eine Hose wird oder je billiger so eine Hose wird, umso weiter geht das alles ab. Dann ist es halt fraglich, wie so eine Hose in dem Preis zustande gekommen ist. Und das muss man dann eben hinterfragen als Kunde. Wie hinterfragst du? Wenn du interessiert bist, kannst du ohne weiteres immer auf die Homepages von den Unternehmen gehen. Und in der Regel ist es so, dass die Unternehmen, die es transparent zeigen und offensiv bewerben, dass das in Ordnung ist. Das gibt ja mittlerweile schon einen Marsch. Zum Glück dreht sich's immer mehr, es wird immer besser. Ja. Hess Natur ist eine tolle Firma, dann Nudi ist eine tolle Firma. Closed Jeans. Zum Glück werden es immer mehr, aber es ist trotzdem noch so, dass viel Schmuh getrieben wird. Aber nicht bei meiner Hosen. Na, bei meiner nicht. Und jetzt muss ich weitermachen, weil jetzt brauche ich das Vorderteil. In New York angekommen, ist die Familie dann erstmal bei den älteren Brüdern eingezogen. Unser Löb hat dann ziemlich schnell seinen Namen geändert in Levi. Wahrscheinlich, weil das Ö im Englischen nicht aussprechbar ist. Zu der Zeit war er ungefähr 19 und hat dann von seinen Brüdern das Händlerhandwerk gelernt und hat nach 5 Jahren im Land die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Es ist eigens niedergeschrieben, dass er, bevor er seinen Eid auf die amerikanische Verfassung schwören durfte, den bayerischen König abschwören musste, weil 2 Herren kann man nicht dienen. Aber das würde ihm, denke ich mal, zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr wirklich schwer gefallen sein. 1848 sind dann die ersten Nachrichten von Goldfunden in Kalifornien angekommen, haben die größte Völkerwanderung in der Geschichte der USA ausgelöst. Und die Brüder haben unseren Levi dann nach San Francisco geschickt. Er soll eine Niederlassung ihres Geschäfts eröffnen, weil es gab jede Menge Gold, aber nichts, was man dafür kaufen konnte. Levi hat dann in San Francisco einen Großhandel eröffnet mit allem, was diese Pioniere zum Leben gebraucht haben. Vor allen Dingen Kleidung, Decken und so weiter. Und jetzt hat, zack, die Vorderhosen und die Hände von der Petra. Wir verheiraten jetzt quasi Vorder- und Hinterseiten von der Hose. Quasi. Genau. Von meiner Hose. Von deiner Hose. Wie lange machst du das schon? Fast 44 Jahre bin ich da. 44 Jahre? Hast du mit 10 Jahren angefangen, oder was? Das ist halt einfach die Leidenschaft. Das, was man gelernt hat, möchte man halt machen. Ha! Die Rosmarie. Wahnsinn, oder? Wieder ein Stückchen weiter. Wieder ein Stückchen weiter. Jetzt schaut schon noch Hosen aus. Jetzt gehst du zu der Christine, die macht eine Kappnaht. Kappnaht, alles klar, Christine.
und wieder klopfen. Sie wissen schon, wegen der Maschine. Dann machen wir jetzt die Kappnaht für die Schrittnaht. Jetzt machen wir die Hosen zu. Ja, jetzt machen wir die Hose zu. Kappnaht. Genau. Jetzt kommt der, Knackpunkt. Deswegen habe ich es geklopft. Dass ich da auch mit der Maschine dann drüber komme. Geschafft. Du bist der Schau. Das sage ich dir. Genau wie die Regina. Die ist auch Schau. Max, kommst du mal? Ich? Ja, ich habe was für dich vorbereitet. Für mich? Jawohl. Jede Jeans wird aus Denim hergestellt und der Denim ist immer mit Indigo gefärbt. Pflanzlicher Indigo-Farbstoff. In der Industrie wird natürlich praktisch nur noch synthetischer Indigo benutzt, weil man gar nicht so viele Pflanzen weltweit anbauen könnte, wie man für die vielen, vielen Jeans braucht. Blau. Das ist blau. Noch ist es blau. Der Indigo ist eben ein ganz besonderer Farbstoff, weil er eigentlich wasserunlöslich ist und erst mit Hydrosulfid und Natronlauge wasserlöslich gemacht wird und dann wird er auf die Baumwolle gefärbt. Jetzt ist es grün, das sieht man. Jetzt ist es grün, ja? Ja. Der Indigo ist damit gelöst. Ich fange jetzt an zu färben. Grüner Stoff. Grüner Stoff. Je weniger Flüssigkeit noch im Stoff ist, desto schneller reagiert der feuchte Stoff mit dem Lösungsmittel und dem Indigo an der Luft. Luftoxidation und es wird wieder blau. Dann ist der Farbstoff in der Faser praktisch wieder fest, wasserunlöslich und damit in der Faser gefangen. Daher kommt blau machen. Korrekt. Sein blaues Wunder erleben. Ganz genau, weil damals war es eben so, dass wenn gefärbt wurde nach dieser Methode, da hat man eben viele hundert Meter gehabt, die hat man dann ausgelegt oder aufgehängt. Und dann musste man natürlich warten, bis das, was wir hier gerade machen, komplett durchgefärbt ist. Das dauert jetzt seine Zeit. Und wenn alles blau ist, dann bin ich fertig mit blau machen. Deswegen warten, nichts tun, genau, blau machen. Ganz genau. Gut, das habe ich verstanden. Was ich aber nicht verstanden habe, darf ich das einmal umklammern. Ich habe ja auf beiden Seiten blau. Wenn ich jetzt die Jeans anschaue, habe ich blau und ja, weiß. Das Problem ist eben, dass Indigo von Alters her eigentlich ein teurer Farbstoff war, weil er von einer Naturpflanze kommt. Das war ja der Farbstoff des Adels, der Könige. Und dann hat man gesagt, Arbeitsbekleidung komplett 100% mit Indigo färben. Zu teuer, wir müssen eine Lösung finden, die billiger ist. Und die Lösung bedeutet, nur ein Fadensystem blau zu färben. Ah, verstehe schon. Durch die Bindungstechnik hat man dann eben oben den relevanten blauen Faden gehabt. Und auf der linken Warenseite war dann eben der weiße Schussfaden, den man dann weniger gesehen hat. Und damit habe ich, Pi mal Daumen, 50% meines Farbstoffs gespart. Das heißt, dann war eben der Königsfarbstoff auch auf einmal für Arbeitsbekleidung erschwinglich. Und warum hat man es für Arbeitsbekleidung überhaupt hergenommen? Dunkle Kleidung, man sieht die Flecken nicht. Das ist einfach. Das hätte der Schmidt auch wissen können, ja, eigentlich. Gell? Eigentlich ja. Eigentlich schon. Es ist eben immer noch nicht ganz blau. Ja, ja, ja. Ich muss noch ein bisschen blau machen. Wir machen immer noch blau. Ganz ja, wir genau. machen noch blau. Bleibt noch eine entscheidende Frage, Schmidt. Levi hatte einen Kunden in Nevada, das war ein Schneider, Jacob Davis. Und der hat für die Minenarbeiter Arbeitskleidung genäht. Bei ihm haben sich die Kunden immer beschwert, dass die Hosentaschen ausreißen würden, wenn man Gesteinsproben und Werkzeuge reinsteckt. Und dann kam dieser Mr. Davis auf die Idee, die Taschen mit Kupfernieten festzutackern, damit die besser halten. Die Erfindung war bahnbrechend. Er hat sich dann einen Geschäftspartner gesucht, hat Levi Strauss kontaktiert. Gemeinsam haben sie dann ein Patent angemeldet auf vernietete Arbeitskleidung am 20. Mai 1873. Und damit war die Jeans geboren. Das war's. Das kleine Ding. Das war die Niete, die zum Hauptgewinn geworden ist, die die Hosen strapazierfähiger gemacht hat als alles andere auf dem Markt zu der Zeit. Als Großhändler hatte Levi Strauss natürlich viele Waren, aber nur eine hatte die Nummer 501. Und das war die blaue Arbeitshose, die Jeans. Artikel Nummer 501. Genau. Kommt dir bekannt vor wahrscheinlich, ja, so ist der Klassiker unter den Jeans. Ach so, das ist noch richtig Arbeitshosen, gell? Hosenträger, keine Gürtelschnallen. Ja, und Knepf, Schmidt, hat ja noch keinen Reißverschluss nicht gegeben damals. Und den schönen Rückenriegel, damit man dann die Bundweite anpassen konnte. Ja, ist ja klar. Und natürlich die Nieten. Das gibt's nicht. So ein kleines Ding, ja. Aber so entscheidend.
und Endspurt für meine Jeans. Zack! Ha, weg die letzten zwei Teile. Direkt zur Margit. Und die näht mir die Gürtelschlaufen dran. Und der Chef der Näherei, höchstpersönlich, Diplom-Ingenieur Reinfried Löscher, macht mir die Knopflöcher. Und der steht immer noch jeden Tag in der Fabrik. Ja gut, er ist ja erst 70. Glückwunsch. Jetzt nur noch nieten. Nur noch nieten? Ja. Und dann einfach tragen und so lange wie möglich nicht waschen. Und dann sieht sie irgendwann so aus, wie die, die du jetzt anhast. Genau. Ich habe ja meine, also ich wasche die bestimmt ein Jahr nicht. Dann weißt du, wie es funktioniert. Und dann aber Schonwaschgang, 30 Grad mache ich, kein Trockner und kein Weichspüler. Nix. Letzter Schritt? Nieten. So, jetzt pass auf. Schmidt, Finale. Come on, everybody. Come on, everybody. Und jetzt kommt die letzte. Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover, girl, Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover. Und? Ich meine, entschuldige mal, das ist Denim 15 Unzen, Indigo, gefärbt. Ich meine, Kappnaht von da bis oben hinten durch. Kappnaht hinten, verdeckt die Nieten bei den Taschen, damit das sauber hebt. Vorne die Nieten, ist ja eh klar. Die Savage-Kanten, weil es ist ja Japan-Denim. Und dann ist natürlich ja so, also früher haben sie es ja im Prinzip länger gekauft, ja, weil die Hosen ist ja immer eingegangen nach dem ersten Waschen. Was man ja überhaupt ein Jahr, zwei gar nicht macht. Aber dann, wenn man es wascht, nur in der Länge geht es. Deswegen kauft man es länger und dann schlagt man es halt um. Gell? So, entweder so haben sie es umgeschlagen früher, oben mit der Kanten, oder du schlagst es dann innen ein, was ich eigentlich auch ganz schön finde, dass man so Doppi nimmt, dann hat man so 7 cm. Ja, kann man so machen, finde ich persönlich auch ganz schön. Dann muss man die Kanten sehen, ist klar. Oder man, je nachdem, man kann es auch rollen, dass man unten ein bisschen aufrollt. Wie man es so hat, gell? Ja. Genau, wie okay. Man es so hat, dass man unten aufrollt. Oh. Und genau, ja. So, also kann man auch so machen, geht je nachdem, was einem besser gefällt. Also nur, dass Sie es wissen, das ist quasi Jeansladen und Übungsraum in einem. Die spielen da nicht wegen mir, die spielen da jeden Mittwoch, der Alex mit seiner Band Spooky Blue. Und wissen's, was ich jetzt mache? Ich bleib jetzt ein bisschen da und morgen mach ich blau.